Ja, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Da liegt so viel Schnee, da muss man Skifahren. Die kleine Rosi mit 3 Jahren. Ihr Vater, der erste Skilehrer. Rosi kämpfte sich nach oben, die perfekte Linie stets im Blick. Also die Rosi, die war immer strebsam, redlich strebsam. Und ja, war sie auch. Ordentlich. Ehrlich, ordentlich. Sie ist ein Glückskind, hat ungeheuer viel Talent, kann Dinge wegstecken, die regt nichts auf, die ist unglaublich. Die Rosi hat sich gar nicht verändert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in unserer Familie halt immer so waren, wie wir waren. Und wenn wir weit weg waren und wieder heimgekommen sind, dann ist man wieder ganz vernünftig geworden. Also nie abgehoben, muss man schon sagen. Das ist auch jetzt noch so. Und darum ist die Rosi eben allzeit so beliebt, nach so vielen Jahren. Erinnerungen an 1976, Olympische Spiele in Innsbruck. Eine damals 25 Jahre alte Rosi Mittermeier wird zur Gold-Rosi. Sie möchten nicht verschreien, aber sie müssen es geschafft haben. Auf geht's! Und ein Riesen! Zweimal Gold, einmal Silber, Gesamtweltcup. Rosi von der Winkelmoosalm, eine, die einst aus der Natur ihre Kraft gewann. Das ist halt jeder Mensch, ist ein Idol, und der eine kann das gut und der andere ist das, kann das gut.